Nächste Frage stellt der Kollege Uwe Witt, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, Sie beabsichtigen, um eine Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen, alle Einwohner unseres Vaterlandes zu impfen. Das Bundesministerium für Gesundheit hat bislang, wie bitte? Eine Immunisierung. Ja. Ja, okay. Das Bundesministerium für Gesundheit hat bislang drei verschiedene Arten von Impfstoffen geordert. Es handelt sich einmal um den von BioNTech und Pfizer entwickelten mRNA-basierten Impfstoff, der gentechnisch manipuliert ist, und er schützt ja bekanntlich nicht vor einer Infektion mit SARS-CoV-2, sondern soll nur den Schweregrad einer möglichen Erkrankung reduzieren. Das bedeutet, Sie müssen auch weiterhin eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Die anderen beiden Impfstoffe sind klassisch, das heißt entweder als Totimpfstoff oder aber als Vektorimpfstoff hergestellt, um so eine körpereigene Immunisierung hervorrufen. Das Tragen einer Maske wird dadurch bei ausreichender Durchimmunisierung der Bevölkerung hinfällig. Nun zu meiner Frage. Plant die Bundesregierung, unsere Bürger ausreichend über die unterschiedlichen Wirkungsarten der Impfung zu informieren? Und werden unsere Bürger darüber in Kenntnis gesetzt, welchen Impfstoff sie da verabreicht bekommen? Dankeschön. Ja, also wir werden natürlich jede Transparenz anwenden, zumal die Hersteller schon bei der Zulassung ja dazu verpflichtet sind, vielerlei Angaben zu machen. Also was ist der Sachverhalt? Die Bundesregierung hat über die Bestellung der Europäischen Kommission bei 6 Herstellern Impfstoffe gebucht, sozusagen, falls die fertig werden und zugelassen werden. Das sind 3 mRNA-Impfstoffe von Moderna, CureVac und BioNTech, Pfizer. BioNTech, Pfizer am schnellsten wahrscheinlich die Zulassung. Dann gibt es 3 andere Sorten von Impfstoffen, Johnson & Johnson, Sanofi und AstraZeneca. AstraZeneca mit der Aussicht, dass man relativ bald auch eventuell eine Zulassung bekommt. Über das Wesen dieser Impfstoffe kann sich jeder Bürger informieren. Die Bundesregierung stellt natürlich diese Informationen auch bereit. Und gleichzeitig hängen wir natürlich davon ab, was die Zulassungsbehörden dann sagen, für welche Gruppen diese Impfstoffe jeweils geeignet sind. Deshalb kann man eine Impfstrategie auch nicht einfach einmal als Gesetz festlegen, sondern muss immer wieder gucken. Wir haben noch keine Daten über Kinder und Ähnliches. Warum Masken tragen? Masken tragen deshalb, weil man weiß, dass der Krankheitsverlauf vielleicht gar nicht oder etwas leichter stattfindet für den, der geimpft ist. Man aber nicht weiß, ob das Virus an andere noch weitergegeben werden kann. Das muss weiter erforscht werden. Und deshalb ist das Maskentragen schon allein aus diesem Grunde notwendig. Und wir streben eine Herdenimmunität an. Die muss allerdings eines Tages, damit die Pandemie verschwunden ist, weltweit gelten. Und da sagen uns die Wissenschaftler, dass das 65-70% der zu Impfenden geimpft werden müssen. Dann kann immer noch individuell jemand erkranken, aber das Virus wird sich nicht mehr so ausbreiten, wie es das jetzt zurzeit tut. Vielen Dank. Nachfrage, Herr Kollege? Ja, bitte. Sie räumen also jetzt ein, das habe ich jetzt richtig verstanden, dass es sein kann, dass die Bevölkerung wahrscheinlich das ganze Jahr weiterhin Atemschutzmasken tragen muss. Die Frage: Haben unsere Bürger die Wahl, den Impfstoff, mit dem sie geimpft werden, sich auszusuchen? Also tragen sie das Risiko, mit einem genmanipulierten Impfstoff geimpft zu werden, was Sie gerade eingeräumt haben, über den keine Langzeitergebnisse und Studien erfolgt sind? Oder können Sie sagen, okay, nein, ich möchte jetzt in der ersten Stufe nicht mit dem genmanipulierten Impfstoff geimpft werden, sondern ich möchte gerne warten, bis die traditionellen Impfstoffe hergestellt sind, die eine gewisse Sicherheit und Grundimmunisierung auch bieten. Dankeschön. Ja. Also erstens, ich erahne aus Ihrer Frage, dass Sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten. Aber wenn Sie ansonsten alle Impfstoffe akzeptieren, nur nicht die mRNA-Impfstoffe, dann kommt sicherlich auch für Sie als jemand, der gerne einen anderen Impfstoff hat, die Zeit, wo Sie diesen Impfstoff auswählen können. Ich glaube schon, dass das so ist. Es soll auch Menschen geben, die, das sage ich vollkommen neutral, wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Zwar sehr viel länger als das, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Das Impfen können Sie zu dem Zeitpunkt, wir haben eine Priorisierung,
Wenn aber nachher alle Impfstoffe da sind in ausreichender Menge, dann wird sicherlich auch die Möglichkeit bestehen, dass man sagt, man möchte diesen Impfstoff und nicht den anderen. Bei M, wir werden allerdings auch sagen, welche Impfstoffe für welche Gruppe vielleicht am besten geeignet sind. Das wissen wir heute noch nicht. Und dann würde ich Sie bitten, dem Sachverhalt entsprechend nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und damit sehr präzise funktionieren könnte, so jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase 3-Studien. Danke sehr.